Hallo Leute, viele von euch Rasenroboterbesitzer kennen diesen piepsenden Signal. Das heißt Drahtsignal unterbrochen. Und jetzt zeige ich euch eine ganz einfache, simple Art, um die unterbrochene Stelle zu lokalisieren. Dazu brauchen wir einfach einen alten AM-Radio. Den schalten wir ein. Jetzt hört man schon dieses piepsende Geräusch, dieses Piep, Piep, Piep. Dann fahren wir den Draht entlang. Und an der Stelle, wo das Signal unterbrochen ist, wird das Signal schwächer. Das heißt, hier müsste die Stelle sein. Schauen wir mal nach. Hier haben wir schon den ersten Bruch. Und hier ist das zweite Teil. Also ganz einfach die Bruchstelle zu finden. Viel Spaß beim Suchen und tschüss.